Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bravely Default. Wir sind hier in dem Feuerschrein oder auf dem Weg zum Feuertempel und ja, jetzt wie ihr seht funktionieren hier wieder die Fallen oder das, was wir als Fallen kennen. Und ich will mich jetzt durchkämpfen zu dem zu der blauen Kiste, die da oben ist. Und ich versuch's gerade mal, ohne dass ich Schaden zu nehmen. Ich habe erst eine kleine Testaufnahme vorher gehabt, wo ich durch ein Telefonat unterbrochen wurde. Und deswegen weiß ich Bescheid. Ich habe auch schon meine Klassen gewechselt, kampfbereit für... Kampfbereit für den nächsten Kampf. Und natürlich die Gegner wieder auf 0% gestellt, weil macht ja keinen Sinn, jetzt zu kämpfen und sich auszupowern. Ich hoffe, das passt so von... Okay. Seltsam. Seltsam, dass wir da noch was nicht erkundet haben. Bisher. Oh, da ist sogar noch eine Kiste. Ein Schutzring. Interessant. So, dann... nicht das. Magie. Ja, verdammt. So. Jetzt warten wir mal ab, bis das geleuchtet hat. Boah, dieses... Das ist schon fies, wenn die Sachen... Ach komm, wie soll man da rüberkommen, ohne sich zu verletzen? Jetzt noch höher? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Hätte ich da unten doch... ich glaube, ich sollte nochmal da runter gehen. Der Weg ist wesentlich kürzer, wie mir scheint. Also mache ich wieder Spirenzchen. Letztes Mal lief es doch so gut. Aber ich wollte unbedingt die blaue Kiste und den Helm. Und der Helm, der wird dann Tiss in die Hände fallen. Hier, wie kommt man hier durch, ohne sich zu verletzen? Das ist ja fast unmöglich. Gut, jetzt gerade laufe ich total rein in die Soße. Da ist nicht viel mit Ausweichen. Habe auch gerade nicht so die Lust auszuweichen. Okay, das... Da wird es mich auch noch einmal treffen. Nee, doch nicht. Mitten reingerannt. Okay, so, da trifft man dann auch auf nichts. Und ja, wir werden nicht getötet. Aber dann können wir uns mal voll heilen. In der Hoffnung, dass wir dieses Mal besser drumherum kommen. Ja, hier trifft man auch kein einziges Mal kein einziges Mal auf die Lava, wenn man die Abkürzung nimmt. So, dann Gegenstand kaufen. So, das haben wir alles. Und jetzt können wir das noch verwenden. Ein Turbo-Äther für sie. Das sollte genug sein, damit sie ihre Fähigkeit irgendwann ausspielt. Und jetzt können wir hier uns endlich mit diesem Dämon anlegen. Oh, jetzt wurde nicht der Name genannt. Also der Ding auf Doom. Agnes hat wohl auch irgendwann keinen Bock mehr. Okay. Verteidigen. Jetzt hat sie doppelt Weißmagie. Das ist natürlich doof.
Habe ich wieder mal was vergessen? Beschütze dich selbst. So. Warum hat sich Tista nicht geheilt? So. Vitra, das könnte passen. Ja, Seelensaugen ist eigentlich okay. Fähigkeit klonen. So, aber seine Abwehr ist sogar wirklich runtergegangen. Blitzka. So. Warum? Okay, ich erinnere mich, dass das kommt. Oh, und jetzt hat er das auch gelernt. So. Und sie kann jetzt mit Vitra heilen und er kann auch rumblitzen. So. Naja, der Schaden ist nicht gerade hoch. Und sie macht auch nicht viel mehr Schaden. Wobei 3400 ist nicht wenig. Diagnose. So. Na, ah, genau das habe ich befürchtet. 75.000 Schwäche Blitzdämon. Oh, selbst dann macht er noch 9000 Schaden. Wow. Das ist natürlich dann nicht schlecht. So. So. Ja, so kann sie im Prinzip, so heilt sie immer wieder hoch. Oh, das ist natürlich schlecht. Gut. Bam. Das ist okay. Weil jetzt kann ich das hier machen. Und zuschlagen. So. Ja. Machen wir erstmal hier die Heilung fertig. Und so. Ja, bevor die Musik aus ist, nochmal das rangehalten. Der hat nur noch 43.000. Naja. Es ist okay. Er hat jetzt 6.000 Schaden gemacht. Gut, das hat sie jetzt ja auch schon. So. Erstmal Vitra, dann Valum.
Valum halt dann die Genesung. Okay, ja, das ist doof, er transformiert sich. Und das, obwohl ich gerade im Prinzip alles raushauen wollte. Das ist natürlich doof. Aber ich habe kein Problem, ich durfte jetzt nämlich wieder auf 0 sein. Bei vielen, beziehungsweise auf 1. So. Und dann können wir noch ein kleines Heal reinhauen und... Das passt so. So. Das können wir eigentlich nochmal eine Runde machen, bis er sich transformiert. Ja, genau. Weil nach der Transformierung müssen wir uns was einfallen lassen. Da haut er nämlich immer richtig rein. So. Halt. So. Okay, das war knapp. Aber wir schaffen's und jetzt werden wir die Musik auch nochmal anreizen. Wobei, wir ziehen genug ab. Ah, verdammt, sie hat ihre Waffe nicht, aber das macht nichts. ...9.999, ja. Ja, Ringer Bell, du beendest... Du musst es noch nicht mal beenden. Tiss hat's beendet. Das gibt wieder EP. Da durfte jeder eigentlich ein Level absteigen. Yep. Wieder erwartend. Und... Ringe 2? Nee, nur ein... Oh, ein Reflektring. Ach ja, der mit dem Reflekt beginnt. So, der dritte Kristall. Das dritte Mal. Ja, ich... Es gibt ja nur einen Kult, der da sich drum gekümmert hat. I do not understand either. No, it's... Never mind.
apologies for interrupting. Ja, das war wahrscheinlich das Gespräch, wo er mit Alternis geführt hat. Unterbrich mich doch nicht andauernd. Und er fällt schon wieder um. Das klingt nicht gut. Swords with you, Agnes and Idea, any number of times. And I've witnessed firsthand your death at the hands of a horrible creature. And it wasn't simply a dream? No, a memory from a parallel world, most likely. Do you remember when we first met in Caldisla? Yes, in the world before last. And what did the pattern on Ares' wings look like then? It looks like the number three now, but in the previous world, it was a four. Okay. Now that you mention it, how about the world before last? It was a five. I recall it clearly. It's decreasing? In my memory of you three getting killed, the pattern looked like the number six. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. In short, I'm the Dark Knight from the world before your own. I see. The pieces are starting to fall into place. I don't want to believe it, but I think Eri really is. She's... I could only watch it happen. I couldn't do a thing. Ring a bell. I have a favor to ask, Tiz. Please tell Agnes what I just revealed to you. Sometime, someplace where Eri isn't around. Will you do this for me?
All right. Of course. Then you'll believe me. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, wenn ich es nochmal durchspiele, muss ich darauf achten. Oh. Oh, danach habe ich gar nicht geguckt. Oh, wie schlimm. Naja, wir haben schon ein paar Mal fehlgeschlagen. Ich finde das eine super Idee. Oh, wir sind in der Nähe von Cal Dissla. Ja, und auf zum Sage müssen wir. Aber erstmal wird die Folge hier beendet. Und ich hoffe, ihr hattet bisher auch viel Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!